Hallo, hier zeige ich mal den Mephisto Vancouver in der Modularversion 16-Bit. Der wurde damals nicht Weltmeister und wurde deswegen, also die Tourneemaschine, und wurde deswegen von Richard Ling nochmal überarbeitet. Der Noman hat das Buch geschrieben, der hatte vorher für Ed Schröder noch Bücher geschrieben und hat dann auch das Eröffnungsbuch überarbeitet. So, hier also der Vancouver, ein Schachcomputer meiner Sammlung. Man kann den natürlich problemlos in den Exklusiv reinsetzen und in den München. Ganz klar, es sind ja auch die größeren Versionen dieses Brettes hier. Und übrigens, den Vancouver 32-Bit könnte man auch hier reinmachen. Ich hatte mal gelesen, man könnte das nicht machen und dann hatte man das aber dementiert von Hegener und Glaser und hat geschrieben, das würde doch gehen. So, und das war's. Also hier ist nur ein Mini. Das ist also der Mephisto Vancouver. Tschüss, bis zum nächsten Mal.